Im Grunde warten die Märkte auf Freitag, denn am Freitag ist die Rede von Jerome Powell in Jackson Hole bei dieser Notenbankerkonferenz. Und das wird das alles Entscheidende sein. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Ausblick auf die Märkte. Und Powell ist auf einer Mission Impossible, auf einer unmöglichen Mission, denn er ist in einer extremen Zwangslage, möchte man sagen. Wir haben auf der einen Seite etwa Donald Trump, der gestern wieder gefordert hat, Mensch, mach doch was. Senk doch mal in kurzer Zeit die Zinsen um 100 Basispunkte um 1% und dann machst du noch gleich Quantitative Easing dazu, dann kaufst du gleich noch Anleihen. Und das, obwohl die Wirtschaft doch angeblich laut Donald Trump so toll sein soll. Gestern gab es dann spätabends die Meldung, dass wohl die Trump-Administration intern gar nicht so sicher ist, ob die US-Wirtschaft noch so toll ist, denn man überlegt in einem sehr frühen Stadium praktisch die Einkommensteuern in den USA zu senken, um die Leute zum Konsum zu motivieren, denn der ist ja das Entscheidende für die US-Wirtschaft. 70% des US-BIPs ist Konsum und wir haben zuletzt in dem Verbrauchervertrauen der Uni Michigan gesehen, dass die Leute eben fürchten, dass eine Rezession kommt und sich daher schon mit Ausgaben zurückhalten. Also man ist da so ein bisschen, oder es gibt einen Unterschied zwischen der Rhetorik der Trump-Administration und dem, was man wahrscheinlich wirklich denkt. Man fürchtet eine Rezession. Es ist ein bisschen die Panik der Machthaber, wie ich es gestern genannt hatte, aber nach außen hin sagt man, alles ist super. Peter Navarro gestern wieder mal, Larry Kudlow, sie alle treten auf und sagen, alles ist doch super. Peter Navarro sagt, ja, macht euch doch keine Sorgen um die Invertierung der Zinskurve. Das ist nicht mehr wirklich ein zuverlässiges Signal. Dabei hatte Peter Navarro in seinen Schriften bisher immer gesagt, die Invertierung der Zinskurve ist ein zuverlässiges Rezessionssignal. Naja, das ist wie bei Donald Trump, der 2011 eben auch noch komplett was anderes gefordert hatte. Aber es ist vor allem das Problem, das Jerome Powell jetzt hat, dass die Märkte quengeln und sagen, Mensch, 0,25 reicht schon gar nicht mehr. Zwar ist jetzt die Wahrscheinlichkeit für eine 0,5er Zinssenkung zuletzt mit den steigenden Märkten etwas gesunken, aber man hatte grundsätzlich eben doch den Anspruch, dass da was Größeres kommen muss, um einen stärkeren Abschwung zu vermeiden. Was muss da kommen? Das ist die Frage. Schauen wir uns mal die sogenannten Federal Funds Rates an. Das ist praktisch der Leitzinssatz in den USA. Das ist die Übernachtleihe, zu der Banken sich Dollars in den USA leihen. Also praktisch die kürzestmögliche Frist. Und die Federal Funds Rates, also der Leitzins der Übernachtleihen der Banken sozusagen, der liegt nach wie vor höher als die 30-jährige US-Staatsanleihe. Das muss man sich mal vorstellen. Es ist also praktisch teurer, sich über Nacht Geld zu leihen, als sich auf die nächsten 30 Jahre Geld zu leihen. Das ist eben diese Invertierung der Zinskurve. Schauen wir uns mal an, was vor der Rezession im Jahr 2001 der Fall war. Da waren wir bei 6,75% Zinsen. Dann hat die Fed praktisch um gut 500 Basispunkte um 5% die Zinsen gesenkt, dann wieder nach oben genommen vor der Finanzkrise, dann waren wir über 5% kurz vor der Finanzkrise, dann hat die Fed praktisch den Zinssatz auf 0 gesenkt, also auch wieder 5% waren da drin. Jetzt haben wir nur noch 2%, nachdem wir ja praktisch einmal schon die Zinsen gesenkt haben. Und die Fed, warum soll sie jetzt plötzlich 0,5% die Zinsen senken, nachdem die Daten zuletzt ja wieder gut waren? Auch ich erwarte, dass wir jetzt zwar nicht wieder hurramäßig nach oben gehen mit den Konjunkturdaten, das gilt auch für Deutschland, gilt für Europa, gilt für die USA, sondern dass wir uns auf diesem Niveau stabilisieren, vielleicht leichte Erholung haben, ohne dass es, wie gesagt, deutlich nach oben geht. Aber es geht wahrscheinlich eben auch nicht mehr wirklich nach unten. Und da ist die Fed eigentlich in einer Situation, dass sie ihr Pulver nicht sofort verschießen will. Das wäre voreilig, jetzt sofort einen 0,5er-Schritt zu machen. Vor diesen beiden Rezessionen hat die Fed gleich angefangen mit 0,5er-Zinssenkungen. Dann kam die Rezession, aber auch diese 0,5er-Zinssenkungen hatten eben diese Rezession nicht verhindert. Wir hatten gestern Aussagen von Eric Rosengreen, das ist der Boston-Fed-Chef, der klar gesagt hat, Mensch, die Kosten für zu schnelle Lockerung der Geldpolitik sind groß und unnötig. Wir müssen uns über die finanzielle, über Finanzstabilität Gedanken machen und wir müssen uns Gedanken machen, wie leveraged, also wie gehebelt viele Konsumer schon, wie viele Verbraucher schon in einen möglichen Abschwung gehen könnten. Aber wir sind in einer ziemlich guten Situation eigentlich. Die Prognosen für das dritte und vierte Quartal liegen bei 2,0% etwa für das amerikanische BIP. Da waren wir vorher auch. Also es gibt eigentlich gar kein
Slowdown, keinen Abschwung. Rosengren ist jemand, der zuletzt gegen die Zinssenkung gestimmt hat, also eher auf der hawkischen Seite ist. Dennoch zeigt das, und das zeigen auch eben die Aussagen zuletzt der anderen Notenbanker, dass man wahrscheinlich jetzt im September nochmal die Zinsen senkt, aber eben dann beileibe kein Zinssenkungszyklus kommen wird. Aber dieser Zinssenkungszyklus, der ist an den Märkten eingepreist. Die Märkte erwarten jetzt in den nächsten 12 Monaten praktisch 4 Zinssenkungen. Und es ist diese Diskrepanz zwischen derzeitiger Rhetorik der Fed auf der einen Seite und Markterwartungen, vor allem der Anleihemärkte, die irgendwie kleiner werden muss, die Jerome Powell überwinden muss. Er muss den Märkten entgegenkommen, sonst gibt es da richtige Turbulenzen, vor allem an den Anleihemärkten, aber wahrscheinlich auch an den Aktienmärkten. Und auf der anderen Seite muss er gucken, dass er nicht so viel Pulver sofort verschießt. Schauen wir uns mal an, was gestern eigentlich an den Märkten passiert ist. Wir haben vorwiegend einen Short Squeeze, und zwar den größten im Prinzip seit Anfang des Jahres. Unter relativ hohem Volumen sehen wir hier, sind die meistgeschorteten Aktien nach oben gegangen. Das begann schon Freitag, hat sich gestern dann fortgesetzt. Das war der Hauptgrund eigentlich für den Anstieg, der technische zumindest, die offizielle Begründung, Stimulushoffnung in China, Deutschland etc. Das hat so ein bisschen die Stimmung nach oben gebracht. Die Liquidität soll es richten, soll also diesen Abschwung verhindern. Das ist in der Regel nicht möglich. Schauen wir uns mal an, was da jetzt passiert ist bei den US-Indizes. Da sind wir beim S&P 500 ja aus diesem Aufwärtstrend rausgefallen und sind jetzt genau wieder an diesen Aufwärtstrend rangekommen. Interessant übrigens derzeit die Gold-to-S&P-500-Ratio, also das Verhältnis zwischen Gold, die Relation Gold zum S&P 500. Da ist die Frage, sind wir da jetzt an einem Punkt, wo Gold wieder zulegen kann? Gold ja gestern unter Druck, die Anleiherenditen gestiegen. Das ist praktisch so das Muster. Entweder es steigt Gold und es geht mit den Kursen der Anleihen nach oben mit hin, also fallen dann die Anleiherenditen, oder die Aktienmärkte steigen. Wenn die Aktienmärkte steigen, dann fallen die Renditen und dann fällt tendenziell Gold und andersrum. Das scheint derzeit das Muster zu sein. Wir haben heute keine Daten, deswegen schauen wir gleich rein in die Charts von Capital.com, gesponsert wie immer, meine Damen und Herren. Wir sehen hier den Dow Jones 26.156. In Asien nicht wirklich viel los, nicht wirklich viel Neues, was hier zu melden wäre. Wir sind leicht im Plus, Nikkei und an den chinesischen Märkten. Wir haben jetzt eben diese Erholungsbewegung, die so ein bisschen jetzt abflacht, nachdem es doch sehr rapide nach unten ging. Diese zittrige Erholung, wie Rüdiger Born sagen würde. Ähnliches Bild auch beim Nasdaq 7725. Gestern mal kurz ein Spike nach unten nach einem Bericht, Agenturbericht, dass viele amerikanische Bundesstaaten vorgehen wollen gegen die Dominanz einiger Tech-Konzerne. Donald Trump hat gestern ja Google attackiert und gesagt, Mensch, ein ehemaliger Google-Mitarbeiter oder ein Insider der Clinton-Kampagne hätte gesagt, dass man da Stimmen sozusagen gefälscht habe mit Google oder irgendwie so ein bisschen wirr. Jedenfalls hätte er dann noch viel klarer gewonnen, als er die Wahl gewonnen hat, meinte Donald Trump, und man müsse Google verfolgen. Also es ist schon so, dass der Gegenwind auf allen Seiten gegen die Dominanz der US-Tech-Konzerne größer wird. Das könnte auch bald ein richtiges Thema werden. Wir hatten den Dow Jones schon gesehen, dann schauen wir uns den S&P 500 an, hatten wir gestern schon gesehen oder vorhin schon gesehen, wie er versucht, wieder in diesen Aufwärtstrend reinzukommen, 2926. Der DAX hat sich gestern nicht so gut gehalten, wie die US-Indizes, nicht diese steile Rallye gemacht. Wir sind bei 11.721, auch hier diese Erholungsbewegung, die allerdings fast schon an dem Hoch wieder angekommen ist, von dem ausgehend wir dann gefallen sind. Wir haben den Euro jetzt nach wie vor mit Schwäche, jetzt aktuell 1,1082. Gold ist nach wie vor im Bereich der 1500er Marke, aktuell ein bisschen drunter, 1496, und das amerikanische Crude Oil, das kann sich behaupten bei $56,11. Also eine Mission Impossible, das ist das, worauf die Märkte warten. Wir haben jetzt Stimulushoffnungen, das hat die Shorties auf der falschen Seite erwischt. All das sind Annahmen, noch ist nicht sicher, es ist in Deutschland nicht bestätigt, es ist in China nicht wirklich bestätigt, dass hier Stimulus kommt. Die Machthaber sind ein bisschen nervös offenkundig, aber die Daten dürften jetzt nicht mehr so wirklich abstürzen, und damit entfällt eigentlich der Grund, warum die Fed jetzt all-in gehen muss. Aber genau das erwarten die Märkte, und das könnte also dazu führen, dass gute Nachrichten von der Konjunkturfront dann schlechte Nachrichten für die Märkte sind. Wir werden sehen. Ich wünsche jetzt erstmal einen wunderschönen Start in diesen herrlichen Dienstag, meine Damen und Herren, und sage Servus und Ciao.